zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing von der Barbara Box. Die kommt ja nur alle 2 Monate, das heißt, das ist die Box für Oktober, November 2020. Sie kommt im Wechsel mit der Brigitte Box, kostet 29,95 €. Ich habe natürlich wie immer einen Rabattcode für euch und ich darf auch eine Box an euch verlosen. Also wenn euch das interessiert, viel Spaß mit dem Video und los geht's! Also ihr Lieben, mein Code heißt Franka, damit spart ihr 5 € auf eure erste Box, dann bekommt ihr sie quasi für 24,95 €. Meistens ist der Wert so um die 100 €, das heißt knapp das Vierfache, das ist natürlich nicht schlecht. Und hier kommt immer noch eine Zeitung mit und ich darf eine komplette Box an euch verlosen. Bleibt einfach bis zum Ende dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert. Natürlich gilt die Verlosung nur für meine lieben Abonnenten, das heißt, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das schon mal sehr gerne. Dann verpasst ihr auch keine Beauty-Box. Unboxings. Ich zeige euch auch ganz viele Beauty Adventskalender. Unter anderem habe ich auch schon den Brigitte Box Adventskalender geöffnet. Falls ihr das verpasst habt, verlinke ich euch das einfach mal in einer Infokarte. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Los geht's! Als allererstes zeige ich euch die Zeitung, die immer mit dabei ist. Und zwar ist bei der Barbara Box logischerweise immer die Barbara-Zeitung mit dabei. Von der Barbara Schöneberger. Hier steht auch drauf, es ist kein normales Frauenmagazin. Da werden auch mal ein paar kontroverse Themen angesprochen. Und das ist die Ausgabe von November. Das finde ich auch richtig gut. Das ist also brandaktuell. Und sie kostet wohl 5 € in Österreich, 4,50 € hier in Deutschland. Finde ich, ist schon mal ein sehr, sehr guter Wert und kann man gut einfach mal schmökern, jetzt gerade bei der nasskalten Jahreszeit. Okay, dann öffnen wir diese wunderschöne, orangene Box, die mich wirklich so ein bisschen an Halloween wahrscheinlich oder so erinnert oder an orangenes Herbstlaub. Finde ich schon mal gut gewählt. Und wir machen das Ganze mal auf. Ich hoffe ja, dass da ein paar Produkte drin sind, die mir den Herbst versüßen. Und euch natürlich auch. Wir werden es sehen. So, das Magazin sieht schon mal ziemlich herbstlich aus mit diesen Herbstblättern. Und hier sind nämlich alle Preise eingeblendet und da stehen auch die ganzen Produkte drin. Das finde ich richtig super, da kann man nochmal nachlesen, für was ist das wohl gut. Und das erste, was mir schon mal direkt ins Auge fällt sozusagen, ist von Sebamed Pro eine Aktivschutzcreme. Sowas kann man jetzt in der Jahreszeit natürlich super gut gebrauchen. Das stärkt die Feuchtigkeitsbalance, wirkt umweltbedingter Hautalterung entgegen und hat einen probiotischen Pflegekomplex. Das werde ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Diese Pflegecreme von Sebamed Pro hat einen Wert von 22,95 €. Das ist ganz schön teuer. Und hier steht drauf, doppelt geschützt mit Sebamed Pro, während der probiotische Pflegestoff in den tieferen Hautschichten von Gesicht, Hals und Dekolleté wirken kann und die Barrierefunktion von innen fördert, stabilisiert der pH-Wert 5,5 den Hautschutzmantel von außen. Und so weiter und so fort. Ich lese euch jetzt nicht alles vor, aber das hört sich sehr interessant an. Das werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Dann haben wir hier einen Tee und sowas liebe ich zu dieser Jahreszeit. Und zwar einen Ingwer Black Tea. Sehr, sehr schön. Ich mag auch gerne losen Tee. Ich finde, es ist dann halt natürlich immer so ein bisschen so ein Gehuddel, das Ganze so abzugießen. Man kann natürlich auch ein Teesieb nehmen oder einen, keine Ahnung, so einen Beutel oder so. Aber ich koche das gern so richtig auf, dass das sich so richtig auflösen kann. Und siebe das dann hinterher. Ne? Also ich finde das irgendwie angenehmer. Und ich bin gespannt, wie der schmeckt. Genießen Sie den hervorragenden schwarzen Ceylon-Tee mit Ingwerstückchen. Ja, das werde ich gerne testen. Finde ich richtig gut, weil ich sowas generell gerne mag. Ich mache mir Ingwertee auch immer selber. Dann haben wir eine Handcreme und zwar von Mr. and Mrs. Skin. Diese Marke habe ich noch nie gehört. Hier steht drauf, das ist eine Water Drop Hand Cream Aqua Fresh. Everyday Nourishing and Non-Greasy, also nicht fettig. Und die ist aus Korea. Das finde ich ja spannend. Also super. Ich liebe ja total asiatische Kosmetik, muss ich sagen. Bin ich der totale Fan. Und deswegen werde ich das jetzt auf jeden Fall direkt mal austesten. Ups, ein kleiner Plop. Und das sieht in der Tat aus eher wie ein Gel und nicht wie eine Pflegecreme. Oh, das riecht so... würde ich mal sagen. Es riecht nach Kräutern ein bisschen. Auf jeden Fall zieht das ganz, ganz schnell ein. Und das hat gar nichts mit so einer klassischen Handcreme zu tun. Okay, das ist ja witzig. Ich hätte jetzt eher gedacht, das wäre eine Gesichtspflege. Auf jeden Fall ist das wirklich Aqua Fresh. Das zieht sofort ein. Man hat gar keinen Film. Sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen echt auch was für mich. Weil ich mag es überhaupt nicht, wenn es dann so fettig ist. Und das ist sofort eingezogen. Aber man hat auch nicht so einen großen Pflegeeffekt
vielleicht hat man den langfristig gesehen und ich vertue mich jetzt, weil man es ansonsten so gewöhnt ist, dass es immer fettig sein muss oder so, ne? Ich schaue mir auch hier mal an, was die in dem Heft dazu schreiben, und zwar: Die Mr. & Mrs. Skin Water Drop Hand Cream wird in Südkorea hergestellt und vereint eine einzigartige wassertropfenbildende Formel mit hochwertigen pflegenden Inhaltsstoffen. Die leichte Handcreme soll für glatte, geschmeidige und gepflegte Hände sorgen und kann dabei wunderbar schnell in die Haut einziehen. Also das kann ich bestätigen. Es ist so schnell eingezogen, richtig cool. Und es riecht einfach nur frisch, kräuterig, richtig angenehm. Und das werde ich auf jeden Fall weiterverwenden. Das gefällt mir. Ja, sehr schön. So, dann haben wir zwei ganz große Produkte. Und zwar einmal von Manantial, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ein Shampoo und ein Conditioner in einer riesigen Größe. Und zwar, wie viele Milliliter sind das? 355. Das ist natürlich heftig, ne? Ich glaube, ich habe diese Marke letztens im DM gesehen. Ich rieche mal an dem Shampoo. Oh, das riecht aber sehr gut. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Riecht ganz, ganz toll. Das werde ich gerne mal austesten. Hier steht auch so Discover the Secret. Wahrscheinlich ist das irgendwas ganz Spezielles. Diese originale Formel, die sich für Mensch und Pferd gleichermaßen anwenden lässt, enthält hochschäumende Reinigungssubstanzen mit Feuchtigkeitsspendern und Pflegemitteln. Okay, oh Gott. Das hört sich ja hart an. Das kann man für Menschen und für Pferde nehmen. Okay. Also falls ich es nicht vertragen sollte, ich habe eine Freundin, die Pferde hat, dann kann ich dir das ja geben. Aber ich werde es auf jeden Fall mal testen. Hört sich ja jetzt erstmal sehr spannend an. Und warum nicht, ne? So. Das nächste, was wir haben, ist von Compeed ein High Heel Pflaster. Das ist auch schön, das kann man sich da hinten an die Ferse dran machen, wenn man so Pumps hat, gerade die hinten eventuell zu einer Blase, also Blasen fördern, weil sie halt irgendwie zu eng geschnitten sind oder so. Da ist sowas total hilfreich und Compeed ist meiner Meinung nach die beste Marke, wenn es um solche Blasenprodukte für die Füße geht. Ja, also sei es so Pflaster, die man sich an gewisse Stellen schon mal vorbeugend aufbringen kann, oder auch wenn ihr eine Blase habt und das fördert die Wundheilung und ihr könnt dann weiter laufen in euren Schuhen. Also ich habe eine ganze Schublade voll mit Compeed-Produkten, weil ich die echt klasse finde. Allen voran den Blasenstick, das hatte ich euch letztens schon erzählt, dass ich den so gut finde. Und jetzt haben sich das auch einige nachgekauft und haben mir gedankt und gesagt, das ist, ey, wirkt Wunder, ne? Und falls es einen doch mal erwischt mit der Ferse, kann man diese Pflaster super nehmen. Ich finde es große Klasse. So, dann haben wir einen Duft hier drin. Das ist ja toll. Und zwar von Juniper Lane. Das ist so eine Marke, die es auch im DM gibt. Ich glaube, das kostet so 10, 15 Euro. In der Duftrichtung Amber Mood. Und zwar ist das 100% natürlich und hat einfach die Duftnoten Amber, Vanille und Sandelholz. Das werde ich doch mal testen. Das müsste eigentlich genau meine Richtung sein. Okay. Ich glaube, ich sprühe mir das direkt mal auf. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, ist das Lakritze? Aber nee, das ist direkt weggegangen. Ja, das riecht angenehm. Es riecht sehr natürlich, das stimmt. Es riecht jetzt nicht wie so ein Designer-Parfum oder so, sondern wirklich eher so wie so ein natürlicher Duft. Allerdings kommt mir irgendwie ganz leicht eine Lakritznote durch, wo ich nicht so drauf stehe, muss ich sagen. Also ich rieche irgendwie Tendenzen von Anis. Wenn ihr den Duft auch habt, schreibt mir das mal, ob ich da falsch liege. Auf jeden Fall, das kam mir direkt als erste Duftnote so in die Nase geweht. Und leider verfliegt das auch nicht. Also ich glaube, das muss ich mir gleich abwaschen. Das ist nicht ganz meine Richtung. Aber vielleicht haben sie in der Box ja auch andere Duftnoten auch noch. Und weil ich weiß, davon gibt es auch andere Düfte. Ich habe nämlich zwei andere, die gefallen mir beide besser als der hier. Deswegen gucke ich mal gerade in das Heftchen rein, ob es da auch andere Parfums davon gibt. Nee, ich glaube nur das. Aber es könnte theoretisch auch sein, dass ihr vielleicht doch was anderes habt. Man weiß es ja nicht. Nur weil das hier draufsteht, heißt das nicht, dass es nur das da drin ist. Ja. Ah nee, da ist irgendwas drin, was mir nicht so ganz gefällt. Kann ich leider nicht ändern. Aber ist ja jetzt nicht dramatisch. Da ist Geschmack ja auch echt verschieden. Ne? So, dann haben wir hier eine Tasche. Da steht drauf Schnick und Schnack. Schnick, Schnack. Schnick, Schnack Tasche.
Sehr schön für den Herbst, wunderbar. Ich mag solche Taschen eigentlich immer sehr zum Verreisen. Und wenn da noch Schnickschnack draufsteht, ist das eigentlich genau mein Humor. Und das finde ich dann ganz gut. So schaut das aus. Da kann man halt ein bisschen Kosmetik reinpacken, ne? Zum Beispiel. Finde ich nicht schlecht. So, weiter geht's. Wir haben hier einmal Halspastillen, und zwar Salmix mit Süßholz, Menthol aus japanischer Pfefferminze, wohltuend für Hals und Rachen. Okay, Salmix hätte ich jetzt erst gedacht, dass das vielleicht auch wieder Lakritze ist, Salmignac, ne? Aber anscheinend ist es das nicht, sondern einfach nur, doch, hier steht Salmiaksalz, Lakritzpulver, doch. Ja, dann kann ich das nicht essen. Aber das werde ich einfach weiter verschenken. Ja, vielleicht ist das hier echt tatsächlich auch Lakritz mit drin. Das ist einfach so eine Richtung, die ich nicht mag. Naja, und hier auf jeden Fall auch. Deswegen ist das nicht so ganz meins. Aber ich weiß, viele stehen ja da drauf, ne? So, und dann haben wir noch ein Produkt, und zwar einen Express-Augen-Make-up-Entferner. Ich könnte mir vorstellen, ja, das ist Yves Rocher. Ich dachte schon, das kommt mir doch bekannt vor. Sehr schön. Also das werde ich gerne testen. Ich bin immer auf der Suche nach einem guten Augen-Make-up-Entferner. Das ist gar nicht so einfach, finde ich, weil ich trage Kontaktlinsen und ich finde, ganz häufig tränen einem die Augen. Also ich mache die Linsen natürlich raus, ne, vorher, ganz klar. Aber trotzdem, meine Augen sind empfindlich und wenn der Augen-Make-up-Entferner nicht optimal ist, dann tränt das bei mir und dann mag ich das überhaupt nicht. Deswegen, ich muss immer gucken, ob ich das vertrage oder nicht. Und das ist hier mit Bio-Kornblume. Das schüttelt man einfach und dann kann man das gut testen. Also ich werde das gerne mal ausprobieren. Ich bin gespannt, ob ich es gut finde. Und das war es auch schon an dem Produkt. Mal relativ schnell, muss ich sagen, weil wir hier auch so ein paar größere Produkte drin haben. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben einmal diese Schnickschnack-Tasche. Das finde ich ganz süß. Die Pastillen, die nach Lakritze und Pfefferminze schmecken. Dann haben wir den Augen-Make-up-Entferner. Zwei große Flaschen, einmal Shampoo und Conditioner. Das werde ich gerne ausprobieren, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Dann haben wir einen Duft. Grundsätzlich ist das ja immer eine tolle Sache, ne? Also ich sag mal, ich weiß, dass ihr voll auf Duft steht und wenn irgendwo ein Duft drin ist, findet ihr das immer super. Insofern will ich das jetzt nicht verteufeln, nur weil es halt jetzt nichts für mich ist. Es ist anscheinend eine neue Duftrichtung. Die beiden anderen, die haben, die finde ich beide ganz, ganz toll, aber das ist nicht so ganz meins. Dann haben wir hier einmal Mr. & Mrs. Skin, diese Handlotion. Die finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Und ich freue mich auch ganz besonders auf diese Creme. Und alleine mit der Creme habt ihr den Wert der Box schon wieder raus, wenn ihr es mit Rabatt shoppt, ne? Dann haben wir noch den Tee. Den werde ich jetzt auch sehr gerne machen, gerade im Herbst. Und gerade auch so für morgens finde ich das perfekt. Ich würde mir da persönlich noch eine Kardamom-Kapsel reinmachen. Und schon habe ich wie so einen Chai-Tee. Das finde ich immer ganz gut. Aber hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ja, genau. Der Duft kostet übrigens 15 Euro, habe ich gerade gesehen. Also könnt ihr einfach ausprobieren. Wenn es nichts für euch ist, könnt ihr es auch verschenken. Ich denke, ich werde das auch einfach von euch jemanden auch in eine Verlosungskiste mal reinpacken. Da könnt ihr das mal ausprobieren. Ob ich das jetzt einmal gesprüht habe, ist ja nicht weiter tragisch, ne? Ansonsten fand ich die Box ziemlich gut. Ich blende euch einfach mal hier den Gesamtwert ein. Wenn ihr sie euch jetzt bestellen wollt, schaut einfach in die Infobox, da verlinke ich euch die ganzen Informationen dazu. Und wenn ihr sie gewinnen wollt, müsst ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent meines Kanals sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, mir einen lieben Kommentar hinterlassen, dass ihr gerne teilnehmen wollt und auch gerne den Hashtag BarbaraBox verwenden. Dann nehmt ihr auch direkt teil und schaut auf jeden Fall in die Infobox für alle Infos noch dazu, wie lange das läuft und so weiter. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Verlinke euch einfach hier nochmal zwei meiner letzten Videos. Vielleicht sogar den Brigitte Box Adventskalender und den Pink Box, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.